Guten Morgen, herzlich willkommen hier zu diesem Sonntag beim Kachelmann-Wetter. Heute mit leicht angeschlagener Stimme. Aber bevor irgendwelche Fragen aufkommen, nein, ich war gestern nicht feiern und auch nicht singen. Nur am Vatertag mal ein bisschen schwimmen draußen im kalten Wasser. Ja, kann schon mal sein, dass der Hals ein bisschen leidet und die Stimme ein bisschen leidet. Aber davon ab, schwimmen draußen überhaupt. Mitte Mai, Freibäder haben offen. Was ist mit dem Wetter nicht in Ordnung? Wo bleibt der Sommer? Wo bleiben die warmen Temperaturen? Wo bleibt mal eine Woche Sonnenschein? Naja, da sind wir noch weit von weg. Die kommende Woche, die wird wahrscheinlich auch nur durchwachsen sein mit Schauern und kühlen Temperaturen. Aber da gehe ich noch genauer drauf ein. Bleiben wir zunächst mal beim aktuellen Wetter. So Mai, da ist ja einiges möglich. So 30 Grad, 31, 32 Grad durchaus denkbar. Aber was ist eigentlich die normale Temperatur für den Mai? Viele Leute hört man sagen, oh, zu kalt, oh, zu warm. Auf einmal dann plötzlich wieder, ich kriege am Kreislauf. Und dann genauso wieder diese Unwetter, die immer kommen. Dann hat man den Wind zwischendurch, dann hat man mal wieder trockene und sonnige Abschnitte. Sehr wechselhaft bisher der Mai. Und das sind hier die normalen Temperaturen, die wir eigentlich im Mai haben, die Tagesmitteltemperaturen. 12, 13, 14 Grad kann man verteilen. Ich habe mal ein paar rausgesucht, dann eben Norden, Mitte und Süden, Osten aus Deutschland. 12 bis 14 Grad, das ist die Mitteltemperatur, die Tagesmitteltemperatur in Deutschland. Die Nächte sind eben noch ziemlich frisch, da kann es auch tagsüber mal auf 25 Grad raufgehen. Aber wenn man dann irgendwann nachts mal irgendwo noch 4, 5 Grad hat oder so, dann wird die Mitteltemperatur natürlich auch gedrückt. Und das sind eben die so normalen Werte. Und dazu war der Mai bisher eigentlich relativ normal. Teilweise sogar zu warm. Die Nordhälfte, oben Richtung Nordsee-Ostseeküste, habe ich mal bläulich eingefärbt. Da war die Temperatur knapp 1 Grad unter dem Normalwert. Dann kommt ein Streifen, wo sie normal war, die Temperatur. In den gelb eingefärbten Gebieten war die Temperatur leicht erhöht mit 1 bis 2 Grad über den Normalwerten. Und die orange-roten eingefärbten Gebiete im Südwesten Deutschlands und zum Alpenrand hin mit 2 bis 3 stellenweise sogar über 3 Grad Abweichung von den Normalwerten des Mais. Also er war stellenweise vor allem im Süden Deutschlands und in der Mitte zu warm bisher der Mai. Dabei gab es in der Mitte auch reichlich Sonnenschein und zu trocken war der Mai dort auch schon über dem Sonnensoll, der üblich ist für diese Jahreszeit. Jetzt Mitte Mai wurde das schon erreicht. Nach Norden und Süden hin war es ein bisschen bewölkter und ein bisschen nasser. Stellenweise sogar mit den Unwettern und Gewittern sind ganz große Regenmengen schon zusammengekommen. Aber überwiegend war der Mai noch zu trocken. Und jetzt, was passiert jetzt in der kommenden Woche? Was passiert zu Pfingsten hin? Pfingsten steht vor der Tür. Es gibt stellenweise in Deutschland eben die kleinen Pfingstferien. Die Leute wollen wegfahren, wollen was unternehmen. Kriegen wir da jetzt mal eine Umstellung im Laufe der Woche, dass es mal beständiges Hochdruckwetter gibt, ohne Unwetter, ohne Wind und ohne diese kalten Nächte? Nee, nicht wirklich. Also was brauchen wir eigentlich mal für Sommerwetter bzw. für stabiles Wetter? Für die Mitte der Woche haben wir jetzt das Tiefdruckgebiet über Skandinavien liegen. Das Hochdruckgebiet auf dem Atlantik liegt also genau falsch. Wir liegen in Nordwestströmung dann eben vom Atlantik mit dieser kühlen und feuchten Luft und dementsprechend geht es auch wechselhaft in der kommenden Woche weiter. Das heißt immer wieder Schauer, mal sonnige Abschnitte, kühle Temperaturen. Über die 20 Grad kommen wir noch stellenweise mal kurzfristig, wenn die Sonne mal ein bisschen scheint in Deutschland. Und für Sommerwetter oder für beständiges Wetter, da brauchen wir das Hoch eben genau an der anderen Stelle. Am besten wäre natürlich eine Hochdruckbrücke von den britischen Inseln rüber über Skandinavien bis nach Russland reichend. Und dann kommt kontinentale und trockene Luft vom Osten zu uns nach Deutschland rein. Die ist angenehm mit 25 bis 28 Grad meistens, ein bisschen Wind dazu, strahlend blauer Himmel. Und man kann auch nachts gut schlafen, weil die Temperaturen angenehm sind, nicht zu warm und auch nicht zu kalt. Aber die Wetterlage ist bei Weitem nicht in Sicht. Wir bleiben eher bei dieser Nordwestrutsche und das bedeutet auch eben diese kühlen Temperaturen. Und es kann in den Alpen zu Pfingsten noch richtig Schnee geben. Mit ein bisschen Glück werden so oberhalb 1800 bis 2000 Meter auch die Lifte laufen zu Pfingsten. Und man kann da noch mal richtig Ski laufen. Es kommen einige Zentimeter Neuschnee zusammen im Laufe der Woche und auch zu Pfingsten. Oben in den Hochlagen oberhalb von 1500 bis 1800 Meter. Der bleibt auch über 2000 Meter liegen. Da wird es noch mal richtig Winter sein. Und da kann man eben dementsprechend schön noch mal Ski fahren zu den Pfingsttagen. Hochdruckgebiet mit sommerlichen Temperaturen ist so gut wie eigentlich ausgeschlossen. Da muss sich an der Wetterkarte noch gravierend was ändern, damit wir Pfingsten richtige Sommerwetter bekommen. Sieht demnach aber jetzt überhaupt nicht so aus. Vielleicht danach die Woche, der Trend nach dem Pfingstwochenende, die Pfingstwoche danach eben, hinter Pfingstmontag, sieht besser aus. Da steigen die Temperaturen doch schon mal an. Da werden schon mal von den Modellen so 22, 25 Grad immerhin reingemacht in die Wetterkarten. Aber auch davon sind wir noch weit weg. Das ist nur als Trend anzusehen. Also es geht wechselhaft in der kommenden Woche weiter. Das genaue Wochenwetter, das gibt es dann morgen von mir für die einzelnen Tage genau aufgelistet. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Machen Sie das Beste draus aus dem Sonntag, der auch leicht wechselhaft ist. Alles Gute und bis demnächst hier beim Kachelmann-Wetter.